Tanker. Öler, ein Öltanker. So, hier haben wir ein Kreuz jetzt. Ja, schon angefangen, aber naja, Kreuze fällt mir nicht ganz so gut, aber besser als nichts. So, 48 Fuß. 48 Fuß Trailer. Das ist wie ganz früher. Das ist so eine Ecke hier, wo die Ami-Scheiße mal abgestellt wird. So, sorry. Wo die Ladungen für die USA abgestellt werden. Die jetzt nicht unmittelbar zu dem zählen, was wir machen. Wo wollte ich jetzt hin? Ach so. Ich bin wieder ein bisschen verhuscht heute. Ach ja. So. Jetzt machen wir hier ein bisschen Ordnung. Ey. Lass mal die mal kurz hier liegen. Dann fahren wir ankoppeln. Leute, was soll ich euch sagen? Es ist, was es ist. Ein Stress hier umeinander. Ja. It's got to be the best part I've ever seen. Ah, the best part I've ever seen. So, gut. Kommen wir mal schnell an. Holen uns die Papiere. Originale. Ich zeige euch gleich nochmal. Ich zeige euch nochmal, was man denn noch. Hier brauchen wir nicht allzu viele Dröhns machen. Weil hier brauchst kein ACI hier. Das International Return. Ihr kennt das Spiel. International Return. Mike jetzt hier wieder für einen Fehler. Ja, kein Bietrain mehr am Arsch. Schon funktioniert das Ankoppeln nicht mehr, oder was? Sarah, hier ist was los. Vier Personen sau aggressiv, Zugriff! So, sitzt da schon, naja. Wollen wir mal kicken, ob das so ist. Meine lieben Freunde. Jetzt machen wir ein bisschen Luft raus, verstehst du? Ja, ja, ja. So, was ist denn das hier? Gut. Ihr seht wahrscheinlich nur ein Kreuz und Paletten. Das reicht ja auch erstmal. Schnell noch mal ein bisschen rausholen hier. So, wo hat dann den hingemacht? Ja, der ist ein bisschen lose. Jetzt fangen sie an zu knacken. So, gut. Machen wir mal den Gear hoch, wa? Das Landing Gear. So. Licht. Warmlink ist okay. Was ist denn das da? Der Lieferschein von Kent hier oder was? Kann aber da keine Sau was lesen. Pumpt er jetzt hoch? Das wäre schon mal schön. Ich sehe noch nicht. Seht ihr was? Nee. Wie funktioniert denn die Scheiße hier? Ich höre aber was. Aber der hat mich schon mal ein bisschen verarscht, der Trailer. Lö, lö, lö. Naja, den können wir so lassen. Ist nicht Marios Art hier, aber was soll's.
hinten. Oh, aber jetzt leuchtet so an. Na sag mal. Das brauchen wir ja nicht. Aber das müsste normalerweise, ich fahre immer rückwärts, vorwärts. Und dann müsste die hin. Noch jeder nicht. Nochmal eben mal die Hebel hin und her machen. Das Ventil scheint nicht mehr das Wahre zu sein hier. Jetzt hat er Luft. Jetzt kriegt er Luft. Jetzt kriegt er Luft. So. All good. Gut, war ich schon kontrolliert. Reifen müssen wir noch kontrollieren. Reifen kontrolliere ich jetzt noch oder fahren wir los? Okay? Machen wir so. Also, bis gleich. Oder bis später. Ich würde mal sagen, ich melde mich aus Main wieder. Jo. Jetzt fahre ich erstmal da runter, dauert einen Moment. Und dann schauen wir mal. Also, bis dahin. Die Zeit rennt aber auch davon heute hier. So, wir sind mal wieder auf meiner Spezialstrecke hier, ME9, nach Bangor unterwegs. Da habe ich mich jetzt schon gute fast 70, nee, sind 60, 62, 63 Meilen ungefähr, wenn ich jetzt mal gucke auf den Mile-Marker. Die habe ich mir schon durchgewurschtelt hier wieder. Also es ist natürlich immer wieder schön, es ist ruhig, es ist hast kaum Verkehr da auf den Waldstraßen, wenn man so will, auf den Highway. Aber das Wetter ist natürlich top, so viele Leute sind draußen und machen dies und jenes. Ich habe schon Tonnenfeuer gesehen und einfach Leute, die abchillen sozusagen und das Wetter genießen. Ist schön, es ist nicht warm, aber es ist halt schön. Und da kann man schon mal Feuerchen anmachen, also ich weiß, wie das ist. Das macht schon Spaß. Ja, ich werde jetzt gleich wieder abbiegen auf die 46. Ich denke mal, das wird gleich klappen. Die darf ich nur nicht verpassen, aber ich verpasse die eigentlich nicht. Ich weiß ja, wo ich hin will. Ja, und dann, wie gesagt, werde ich Kittery heute runterfahren. Exit 2 in, ist das noch New Hampshire? Ja. Ist das, ja. Ja, glaube ich. Und da werden wir runterfahren und dann ist noch Main, glaube ich. Ja, ist Main noch. Und dann jetzt, wie gesagt, morgen dann noch ein Reststück. Ich habe es hier nicht ganz so. Ich bin von der Zeit her ganz los. Ich fahre heute zu Hause, muss ich sagen. Ich wusste ja nun nicht genau, ist der Trailer komplett Gurte drüber und alles festgemacht oder fehlt das X. Das X hat natürlich gefehlt. Das habt ihr ja gesehen. Habe ich dann noch hinterher gemacht. Das ein bisschen X'en vorne hinten und das hat doch jetzt natürlich viel zu viele Gurte über den Paletten jetzt, aber so kacke ja. Ich hätte natürlich wieder runter machen können, aber so ist eh nicht zu viel dran eigentlich, aber ist auch wurscht. Es ist auch wurscht. Der hat ja auch jede Menge Boote hier, du mein lieber Mann. Also irgendwo müssen hier so viele Lakes sein, das siehst du immer nur im Winter hier oder zum Herbst, wenn die ganzen Dinger hier rinkommen. Das ist schon, also dieses Hinterland hier, das muss schon richtig top sein. Dunkin' Donut, aber kein Platz für mich. Schöner alter GMC stand da gerade. Und meine Paletten werden die restlichen Blätter noch runterschütteln hier.
Also, meine lieben Freunde, dann warte erstmal. Ja, ansonsten wisst ihr ja über alle Bescheid soweit. Wir fahren jetzt erstmal nach Kittery. Da werde ich heute übernachten. Und dann sehen wir uns morgen mit einer hoffentlich schönen Wetterfahrt durch New Hampshire, dann Richtung Norden, Richtung Maine wieder. Richtung Ashland. Mal sehen, wo wir langfahren. Mal gucken. Wir schauen mal. Guten Morgen aus Kittery in Maine. Ja, ich habe wieder in Brookfield. Ich habe wieder auf der Straße geschlafen. Muss Uni so schön sein. To South. Stop we, okay. Ah ja, das ist ja hier neu, das stimmt ja, das ist ja. Und da fahren wir jetzt rechts rum und dann fahren wir da drauf auf die 95.
stimmt ja, das habe ich jetzt. I forgot it. I totally forgot it. Sorry. Ja, es war ein ganz guter Schlaf heute, muss ich sagen. Ich habe Beauty-Pant hier. Es ist nicht so schlecht. Es ist zwar so, dass, naja, es ist jetzt nicht für jedermann hier, würde ich mal so meinen. Kittery ist jetzt nicht so, also duschen, naja, also da muss man schon, wenn dann in der Nacht so ziemlich früh kommen, dann sind die sauber. Aber ansonsten kümmern die sich eigentlich nicht so wirklich um irgendwas. Muss ich mal sagen hier. Aber der Kaffee schmeckt gut und deswegen habe ich mir heute auch mal wieder einen Kaffee. Ein bisschen Cash abgehoben gestern. Ich bezahle lieber hier mal ein Cash mit in die US und ja. Wastewater Facility ist das hier. Kläranlage heißt das auf Deutsch, Mensch. Wastewater, das hört sich so hochtrabend an. Wird die ganze Kacke immer angeliefert. So sieht's aus. Oh, man kann nichts von U machen hier. Wieso kenne ich denn die Abfahrt eigentlich nicht? Welche ist denn das? Ist das 1 in New Hampshire oder was ist das? Wie kommst du runter? Aber nee, vorne ist schon okay, wenn du runterfährst. Das passt schon. Das haut schon hin. Interstate 95 Richtung Süd. Da wollen wir hin. So, mal rennen die bei die Irren wieder. Das war gestern noch wieder funny. Also, man muss ja sagen, wenn man hier runterfährt, ich hatte jeden von Massachusetts vor mir, der war hundertprozentig müde. Der war total müde. Also ich bin normal auf the cruise gewesen. Und bin so bei meinen 103, 104, je nachdem, Berg hoch, Berg runter, ist ja nicht schwer, meine Ladung gefahren. Und da bin ich immer wieder zur Seite gefahren. Ach, das ist die volle Brücke. Ja, alles klar. Und wollten dann auf die Mittelspur, wollten überholen und dann war ich neben ihm und dann hat er wieder Gas gegeben. So, dann war er wieder weg. So hat es nicht mehr lange gedauert, war ich wieder ran. Dann war ich wieder vorbei, gibt er wieder Gas. Dann habe ich ihm ordentlich Lichttube gegeben. Und aber so richtig schön Flackerlichttuch und da war er erstmal eine Weile weg, dann kam er wieder. Das Spiel ging so 3-4 Mal ungefähr. Und dann ist er Gott sei Dank, in Kennebunk dann runtergefahren. Ich bin ja in Westgarden vorbei, in Kennebunk bin ich auch noch vorbei. Und bin dann hier runter noch bis kurz vor New Hampshire gefahren. Und habe in Kittery übernachtet. Über die Brücke da drüben bin ich auch schon mal gefahren. Warum hier ist die Wait Station? Anyway, so, wir haben jetzt hier Hampton, Boston, ist geradeaus in die Richtung fahren wir auch und dann fahren wir in die 101. Luftlande, da die Straße, den Highway, fahren wir lang, fahren wir runter und zwar Richtung West Manchester. So ist der Plan und dann bin ich auch bald da, hoffe ich. Die sollen irgendwie um 7.30 Uhr aufmachen, ich muss meinen ganzen Gurt hier abmachen. Und ist ja keine Linie, jetzt haben wir auf zu spinnen hier immer. What have we got here, a fucking comedian? So, da haben wir Massachusetts, not so far. 40 miles. So, ich wollte mich mal eben zurückmelden, meine lieben Freunde. Wir sind mal wieder von der Interstate 95 runter und haben jetzt mal den anderen Weg vor. Jetzt wollen wir gerade mal hier mit 70 langfahren. Wir fahren hier den Aroostook Scenic Highway entlang. So, was auch immer die Scenic bedeutet hier, aber es ist hier der Mount Catania. Der ist hier irgendwo, Catania oder wie der heißt, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall sollte hier sehr schön sein im Sommer.
hier sind noch einige Parks und so weiter und so fort, aber hier kann man halt nicht besonders schnell fahren, stelle ich gerade fest. Naja, es ist halt so. Es ist halt Maine. Mal. Ja, ich fahre jetzt noch. Ich bin jetzt gerade auf dem Highway US 212. Der geht jetzt ungefähr noch angeblich wohl 8 Meilen und dann muss ich, wie fahre ich auf die 11? Richtung Norden dann. Im Moment sind wir Richtung West unterwegs. Und es, ich sag mal, gleich am Anfang war das natürlich wieder so typisch. Das war, schade, habe ich die Kamera noch nicht angehabt, aber vielleicht fange ich noch ein bisschen was ein. Es ist halt so, wenn du manchmal hier durch gewisse Ortschaften in Maine kommst, years back, also wirklich Jahre zurück, wo du sagst, okay, hier haben die noch nicht viel mitgekriegt. Das ist genauso wie hier, das sind so ein paar Hütten. Das ist schon, ja, also Maine, wie ich schon immer gesagt habe, das ist schon ein schöner Bundesstaat, das ist so. Wir haben gleich wieder eine Stadt oder ein Town, was ich euch auf jeden Fall noch mitnehme. Ja, es sind lupenreine 6 Stunden hier bis zu meinem Ladepunkt heute. Das ist so. Ich habe das meist natürlich auf der 95 verbracht. Und jetzt ungefähr noch 1,5 Stunden hier durch die Prärie. Nicht Prärie, durch die Woods, durch den Wald nach Ashland. Ja, ist natürlich. Ja, der hat einen Backtour dran. Der hat genau den Trecker, den ich haben will. Ob ich die mal nachfrage, ich habe Platz auf dem Flatbed. Flaggen sind gehisst, aber die sind ja hier immer gehisst. Also Patriotismus hier in den USA ist schon extrem und especially, sag mal, im Norden und wahrscheinlich auch im Süden und im Westen ausgeprägt. Intensiv ausgeprägt, was okay ist. Jeder kann seine, wenn er stolz ist auf sein Land, dann soll er auch seine Flagge zeigen dafür. Das ist mir auch wirklich recht und jeder kann das machen, so wie er denkt. Und er kann auch seine. Und wenn er 3 Flaggen auf dem Grundstück hat, dann ist das auch in Ordnung, wie ich finde. Denn jeder soll das tun können. Und wenn er stolz ist auf das, dann kann er das auch zeigen. So einfach kann das sein. Heißt natürlich hier, wenn ihr die Nebenpisten seht, das ist hier die Piste, die ist mit Asphalt. Aber wenn du so die Nebenstraßen siehst, die sind doch die meisten just paved. Also nicht paved, sondern just Schotter. Also Gravel. Einfach nur geschottert. Mehr ist das nicht. Ja, das ist nicht so meins hier, so raus in der Mitte. Wenn hier der Wind rüberfegt über den Berg, dann kannst du sehr gar nicht geschützt hier. Auch wenn er da hinterm Haus eine Goldmine, man weiß ja nicht. Irgendein Creek. Ich spreche mit Jacke mehr. So. Ich bin durch mit damit. Ich bin damit durch. Ich bin jetzt hier laden hier. In Ashland. Warum bin ich eigentlich freundlich? Warum bin ich einfach so pissig wie die anderen? Ich habe gerade eben von Jill Trucking getroffen. Und freundlicherweise sagt man ja Hallo und so weiter und so fort. Habe ich ja halt gemacht. Naja,
Jedenfalls haben wir dann so, habe ich so angefangen, so das zu sprechen, wo kommt ihr denn her, wo sitzt ihr denn und so weiter und so fort. Man fragt ja immer so, seid ihr ja nur Brunswick-Kennzeichen. Ja, wir sind von Edmonds, wir haben aber keine Company Driver. Ich sage, ja, okay, das habe ich aber gar nicht gefragt. Ich sage, ich wollte eigentlich nur, ja, wir sind alles ohne Operator. Aber schon so von oben herab, und dann, ich muss es leider sagen, von oben herab, ich habe schon mal mit jemandem gesprochen von Jill Trucking, aber nur einfach so, wir waren im Home Depot, haben da mal kurz gequatscht, war aber nett. Er war auch war ein Kanadier, aber auch Unoperator. Ich wusste, er hat mir zwar nicht erzählt, dass alles Unoperator sind, aber ist ja auch erstmal wurscht, das spielt ja erstmal keine Geige. Naja, jedenfalls habe ich dann mit denen so gesprochen und dann, da hast du gleich, also wirklich von oben herab und wir kriegen alle Loads per E-Mail und wir sind überall und bla bla bla. Wollte ich mir sagen, ey, wisst ihr, warum ihr hier seid? Weil ihr eine Load von uns gekriegt habt. Deswegen seid ihr hier. Wollte ich mal jetzt sagen, aber dann habe ich mir gesagt, wisst ihr was, das ist so richtig arrogant. Und dann habe ich gesagt, wo kommst du denn her? Aber ich sage, man hört ja, dass du woanders herkommst, der kommt aus der Ukraine. Und der Beste war ja, er kommt aus dem schönsten Land überhaupt. Ich sage, bist du von Kanada? Weißt du? Und ja, no. Er ist wirklich so pissig und arrogant von oben ab. Ich sage, wisst ihr was? Ich sage, it's okay. Ich sage, don't worry. Ich sage, have a nice trip, have a safe journey and a good day. Ich sage, I don't need this kind of conversation. Also einfach von oben herab und ich weiß nicht warum. Ich kann es nicht nachvollziehen, wieso die so eine Art und Weise an sich haben, von oben herab dich behandeln, als ob du das Letzte bist. Es ist mir, ich meine, gut, das macht er umsonst. Das sind ja seine Gedanken, das sind ja nicht meine Gedanken. Das hat er umsonst. Ja, es ist halt nur, dass die Menschen so, für mich ist das totale Dummheit. Da fehlt wirklich jede Development, sagt man schön, also sprich eine Entwicklung des Gehirns, was ihnen sagen muss, weißt du, könnte ich ja eventuell mal zurückkommen zu dir und sei doch auch freundlich, wenn schon mal einer zu dir freundlich ist. Aber nee, das geht nicht. Das geht überhaupt nicht. Anyway, fuck off. Da kann ich nur sagen, muss ich auch so deutlich sagen, ich am besten ich spreche mit Jaki mehr, weil du greifst ja meistens in die Scheiße, auf Deutsch gesagt. So, jetzt haben wir wieder uns schön in abgestielt hier. Und am liebsten würde ich zu dem sagen: Und nimm deine Drecksgriffen aus dem Handschuhfach, du Klauschwein. Aber das kannst du ja auch nicht machen. Denn gibt es ja auch wieder Ärger, verstehst du? Aber er ist ja nicht bei uns in der Firma, das könnte ich jetzt sagen. Anyway, so meine lieben Freunde, was ist denn das hier? Loktrucks ohne Ende. Ey, die fahren hier auch ein Zeug rund hier an der Piste. Ich weiß ja nicht, ob ihr noch was seht. Seht ihr nicht noch was? Oh, die sind auch überbreit hier, Alter. Falter, ne, ist wahrscheinlich auch keine Waage weit und breit hier. So, ja, hier vorne ist ein bisschen staubig. Ich weiß nicht, ob ihr da noch was erkennen könnt. Aber doch, aber ihr seht ihn nicht. Warum seht ihr den Staub nicht? Es ist wirklich staubig. Die fahren hier, also die Loktrucks, muss ich sagen, die hauen hier durch mit, ich weiß es nicht, aber so, also wenn ich hier so langsam, ich fahre hier so mit 15 Meilen pro Stunde, also etwa 20, ein bisschen über 20 km/h, knapp 25 km/h, weil das ist doch sehr, ja, und man will ja seinen Truck hier nicht durchpeitschen, aber die knallen hier durch, Leute, von heute 50 oder sowas. Ich habe vorhin eben, wir sind beide hintereinander eingebogen, wo wir, das ist hier so ein Waldweg hier, oder wie sieht man das ist, die Zufahrt, die Originale. Wir sind beide hintereinander eingebogen in diese Zufahrt. Und der war, ich habe den nach einer Minute nicht mehr gesehen. Der ist, die Piste hier lang gebrettert, es ist einfach nur unglaublich. Aber ja, es ist, was es ist. So, meine Lieben. Also, ich wurde gefragt,
ob wir das nur exklusiv alleine fahren. Nee, das ist natürlich nicht so. Es geht ja darum, dass wir die Tour testen, weil im Endeffekt werden es unsere Local-Leute machen aus San Leonard. Die fahren ja jetzt schon mit Woodchips. Und morgen ist eigentlich so der perfekte Tag. Wir können morgen starten und wissen wirklich, wenn du früh anfängst, kriegen wir die Bahnrunden hin. Wir haben, wenn wir alles vernünftig vorbereiten und ich nichts warten muss, ich brauche morgen früh zum Beispiel nichts warten. Ich habe ACI, ich kann heute Abend alles ausdrucken und habe für die erste Hin- und Rücktour quasi schon alles in Sack und Tüten für die Grenze. So, das ist schon mal positiv. Und dann muss man sehen, bei der zweiten Tour, wenn es dann genauso klappt, und der Plan ist eigentlich, dass man sagt, man schafft sich einen Vorteil und fährt hier wieder runter. Natürlich muss man duschen und man muss natürlich eine Pause machen, das soll ja auch so sein. Man fährt dann danach hier wieder runter und lädt dann schon die nächste, so dass er die quasi fertig macht. Und am Morgen können sie die dann clearen. Und bis du dann quasi hier losfahren kannst, weil es wird ja ein bisschen später, können die das ja alle schon beim Broker klären lassen. Und damit kann ich dann hier morgens auch ausdrucken und starte den Tag quasi neu. Und habe dann wieder eine Chance, hier wieder des Weiteren zwei Touren rauszuholen, sodass wir am Ende nicht zwei Touren am Tag haben in der Woche, sondern dann irgendwo dann bei vier Tagen haben wir ja dann acht, aber dass wir dann eine neunte oder eine zehnte sogar drin haben. Das ist so ein bisschen der Plan. Wenn das so funktioniert, ich denke mal, dann kann ich wieder sagen, so, bin wieder offen für andere. All the limits with you right now. So watch your feelings, the city's screaming. We're not coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. People talk and tell what you wanna hear now, but they all disappear, they will let you down. So we better stick together, let's come whatever. We're not coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. So, bei dem leicht dunklen Wetter und etwas kriechenden Truck vor mir versuche ich jetzt einfach mal nach wieder zurück nach Kanada zu kommen mit meiner ersten Ladung heute. Ich hole noch eine zweite, aber die hole ich auch nur noch, die kann ich nicht mehr abladen. Das ist das Problemchen, was ich habe. Also ist nicht wirklich ein Problem. Ich habe da die zweite Tour rausgeholt und das ist so schick. Das muss man ja nicht mal machen, verstehst du? So, ihr seht die Fahnen wehen so im Wind. Es ist ja Election Day heute. Es ist noch. Ich weiß ja nicht, ob schon irgendwelche Zwischen. Ergebnisse gibt oder sowas, das habe ich keine Ahnung. Da will ich daher mal, das wird mein Telefon mir auf jeden Fall mitteilen. Denn ich habe ja eine Subscription bei YouTube, hier Vox News. Und da gucke ich mir das dann nachher mal an. Ob es denn heute schon rauskommt und feststeht, das weiß ja keiner. Das kommt mal darauf an, wie die Swing States im Endeffekt entschieden haben. Dann haben wir noch Zeitunterschied und. Also es wird lang werden, aber es ist ja nicht so schlimm. Ich bin ja noch weiter unterwegs. Also okay, Schule ist hier aber scheinbar aus. Die Lampe ist aus, 25 kann ich fahren. 15 nur, wenn flasht.
Wieso teilweise noch Halloween? Ah, da vorne ist noch? Nee. Aber die Busse stehen schon da, zumindest zwei, dreier. Aber die dürften nachher wieder weg sein, wenn ich dann wieder hier zurückkomme. Na wa? So, jetzt bin ich erstmal alle los. Ich fahre jetzt erstmal straight away nach Caribou und in Caribou jetzt wieder hoch Richtung Van Buren und da jetzt wieder über die Grenze. Und dann gucken wir mal, ob wir heute noch ablangen können. Es sollte gehen, also er hat gesagt, 4:30 ist das Späteste, was ich kommen kann. Aber das müsste eigentlich funktionieren, wenn der Grenzer mir nicht wieder irgendwo oder die Papiere nicht stimmen oder irgendwo, die haben noch im Floh am Ohr sitzen oder was weiß ich. Es kommt drauf an. So, 50 ab jeder, meine lieben Freunde. Lalalala. So, jetzt gucken wir mal hier. Meine lieben Freunde. Es sieht ja nicht so schlecht aus, das Wetter heute, muss ich sagen. Ich bin hier auf dem Carpark, auf dem Parkplatz in Maine. So, ja. Der Morgen danach. Ich habe gestern hier, bin hier angekommen mit einer Minute Restzeit. Das war natürlich, ja, ging nicht anders. Abends laden dauert auch mal ein bisschen länger, weil der Laderfahrer natürlich nicht so viel sieht. Der hat auch hinten einen Bogen hingekackt, aber ist okay. Alles ist fest, alles ist gut. Und ich bin auf dem Weg zur Grenze. Es ist nicht mal zu weit, wirklich. Mir hat gestern im Großen und Ganzen eigentlich nur 40 Minuten gefehlt. Da wäre ich noch zur Grenze gekommen und wäre dann noch weiterfahren kann, da hätte ich ja noch wieder 2 Stunden zurückgekriegt. Da wäre es so über Mitternacht geworden und alle so ein Pipapo. Wollte ich nicht und konnte ich auch ja nicht, legal. Und ich hätte natürlich umschalten können hier, schon in dem Ort hier. Hätte umschalten können auf Kanada. Und das kann man machen und dann wäre ich natürlich noch auf kanadische Fahrzeit gefahren. Aber es ist manchmal, wenn sie dich abends zufällig irgendwo ein Sheriff und die sind ein paar unterwegs immer, einfach mal nur so checkt und ELD checkt, dann bist du natürlich total im Eimer, weil dann bist du in Violation. Und ja, dann hast du richtig Probleme. Also warum soll ich das Risiko eingehen? Für was? Für nichts. Also, lassen wir die Karte sauber und sind schön hier zum Walmart gefahren, haben uns hier hingestellt über Nacht und haben unseren Bericht geguckt hier. Jetzt muss ich mal gucken, wie sieht es denn überhaupt aus hier bei Donald. Hat ja nur gewonnen, das ist ja nun mal so, ja, der hat momentan 277 zu 224. Man kann schon sagen, dass er eindeutig gewonnen hat, er wird über 300 kommen. Er hat ja nur wirklich fast alles gewonnen. Selbst die Swing-Starten hat er gewonnen. Das ist schon mal, ja, also man kann schon sagen, er hat schon abgeliefert. Oder nicht er, die Menschen. Jetzt muss er liefern. Jetzt muss er liefern und gucken, was er von seinen prognostizierten Dingen, die er machen möchte, umsetzt. Werden wir sehen. Ich sage immer so, ich kann das ja auch so durchaus sagen, ich mag ihn eigentlich nicht, muss ich dazu sagen, ich mag ihn nicht, aber es ist vielleicht eine Möglichkeit, Ruhe reinzubringen und wirklich auf die Dinge zu fokussieren, die wichtig sind und die für Leute wichtig sind. Und dafür hat er ja sich hingestellt, will er stehen, er will für jeden Einzelnen kämpfen. Symbolisch natürlich gesehen. Er hat zwar wörtlich so gesagt, aber man muss sehen, er muss liefern. An seinen Taten werden wir ihn messen. Und ich denke, ob ihn nur jemand leiden kann oder nicht leiden kann, das ist ja nun ein eindeutiges Votum, was abgeliefert wurde. Und jetzt muss sehen, jetzt hat er die Chance,
Und das ist, was ich immer sage. Wenn er jetzt so, ja, wenn er jetzt so jetzt kriegt er die Chance, die Dinge zu tun. Und jetzt kann man ihn daran messen, an seinen Taten, die er macht. Wie man auch das sieht und wie man ihn leiden kann oder nicht. Es ist Votum, es ist entschieden worden. Die Leute haben gewählt, die haben ihn eindeutig gewählt. Wie selten zuvor. Und da muss es, daran muss er jetzt gemessen werden. So einfach ist das, so sehe ich das. Was das natürlich bedeutet, ich finde natürlich das schon wieder richtig lustig. Ich habe aus Österreich eine kleine Runde mir angehört nach dem Wahlergebnis heute Morgen. Und da habe ich natürlich auch gesagt, jetzt fangen die wirklich, also die Kräfte, die dort in die linke Ecke passen in Österreich, jetzt machen die wirklich Trump dafür verantwortlich, dass die Autoindustrie im Bach untergeht in Europa. Das, wie realitätsfremd sind die Leute? Ja, also Trump war noch gar nicht gewählt, da war die Autoindustrie schon richtig in Schwierigkeiten. Und zwar nicht, weil der Herr Trump dafür schuld ist, weil er Strafzölle auf Autos machen will, sondern weil einfach die in Europa an der Macht waren, versagt haben. Das muss man einfach so sagen. Und wie das immer sofort umgedreht wird. Alles, was jetzt, ich höre schon, alles, was jetzt passiert in Europa, ist Trump seine Schuld. Also darauf müssen wir uns einstellen. Das wird passieren. Ja, das weiß ich schon. Da wird, alles wird schuld sein. Es wird mehr Flüchtlinge geben, haben die Österreicher schon gesagt, aus dem Osten, weil die Angst haben, dass er die, wie gesagt, die Ukraine abfrühstückt und abdealt und abhandelt. Und zwar zu seinen Konditionen. Leute, es ist doch, warum setzt man sich nicht mal hin und gesteht ein, dass man Fehler macht? Dass man Fehler gemacht hat, den Stock aus dem Arsch zieht und sich hinstellt und irgendwo sagt, komm, Entschuldigung, ich habe dort und dort Fehler gemacht. Und ich nehme dafür die Verantwortung und ich lasse die Dinge, ja, sagen wir mal, jetzt neu entscheiden. Das muss man einfach haben, denke ich mal. Wenn es soweit wäre, dann wäre der menschlich, aber da wäre man nicht hinkommen. Weil man ja jetzt schon wieder Ausflüchte sucht für Dinge, die in Europa passieren und Trump gleich die Schuld zu geben. Also, naja, gut, okay. Da brauchen wir uns noch nicht drüber unterhalten, großartig, denn es, ich sage immer so, ich beobachte das, ich gucke und ich messe ihn an den Taten, die er vollbringen wird. Und wir wissen, dass wir das nicht neu ordnen können. Wir wissen aber zumindest, dass vor noch nicht allzu langer Zeit einfach mehr Krümel vom Tisch gefallen sind, um die Leute zufriedener zu machen. Und vielleicht fallen ja wieder für alle. Und der Einfluss ist ja groß. Es ist ja nicht umsonst einer der wichtigsten Wahlen in der Welt. Vielleicht fallen noch wieder für den einen oder anderen oder für viele wieder mehr Krümel vom Tisch, sodass sie wenigstens auch mal durchatmen und leben können und vielleicht auch ihre Familien vernünftig versorgen können. Und nicht einer Ideologie aufgesessen sind, die man folgen muss, die Irrsinn ist. So, und ich denke mal, vielleicht haben wir ja die Chance. Vielleicht sehen wir ja sowas. Werden wir sehen. Hier in Maine ist alles ruhig. Es ist natürlich auch wieder die Befürchtung, dass jetzt irgendwelche Linke, aber es ist, für mich ist zu deutlich. Für mich ist der Sieg einfach zu deutlich. Die meisten, wenn er wirklich über 300 Wahlmänner kommt am Ende, dann muss man einfach sagen, dann ist das so eindeutig. Da wird es dann friedlich bleiben. Meine Einschätzung. Alles, was ich hier sage, ist meine persönliche Meinung. Muss ich immer gleich dazu sagen. In dem Sinne, ich mache jetzt gleich los, meine lieben Freunde. Und wir fahren wieder Richtung Grenze. Und dann melde ich mich nachher. Heute ist Mittwoch, morgen ist Donnerstag, morgen ist nach Hause. Freitag jetzt im Camp. Darauf freue ich mich richtig. Also, und davon werde ich natürlich auch einen Film für euch. Und in dem Sinne sehen wir uns nachher irgendwann auf der Straße. Also, macht das gut. So, es ist schon einen Moment her, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Heute früh war das Walmart. Jetzt bin ich schon wieder leer und wieder gleich at the border. Fahren wir wieder rüber und holen noch ein bisschen was. Ist ja überhaupt nicht schlimm. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier da verausgaben muss. Du machst halt dein Ding und fertig aus. Dann machst du 2-3 Mal am Tage und so bleibst du in Bewegung.
Aber ist nicht so dramatisch. Jo. Das ist hier St. Leonard. Oder St. Leonard. Wenn man es jetzt Leonard von der französischen Seite aus sieht. Ich grüße die Leute, aber die gucken mich nur komisch an. Leute, das ist so Standard, aber viele wissen es halt nicht mehr oder viele machen es nicht mehr. Freundlichkeit unter den Fahrern. Naja, das ist immer so mein Traum, weißt du? Vereinzelt gibt es ja noch, aber nur vereinzelt. Alter Falter, die Straße hier runter zu ist auch ein Fest. Ja, da unten ist der große Fluss, Grand River. Grand River ist da unten, da fahren wir jetzt rüber und dann sind wir schon auf der Ami-Seite und dann machen wir mal kurz aus, weil. Das ist hier unten an die Bahnübergänge, denkt ihr mal, ich kollidiere. Das ist, ja. So, lassen wir mal raus, Jungs. Genau, so wollen wir das. Dankeschön. Rauslassen tun sie ihn ja mal einfach. Hier meine Bienenscheine. Ja. Okay. So, jetzt sind wir gerade in Grand River. Willkommen in the United States. Welcome to the United States. Jetzt müssen wir dann noch links dreimal um die Ecke und dann melde ich mich gleich wieder. So. Haben sie uns wieder reingelassen? Haben sie uns wieder reingelassen. Exit. Mal diese Fragen. Aber nicht lange. Aber der kannte mich auch schon jetzt hier. Ein paar Tage mache ich das ja schon. Ja, besonders groß ist das alles nicht hier. Ist ja auch ein kleiner Übergang. Ein kleines Übergangsel. Und hier auf der anderen Seite links, hier fährst du quasi zurück. Wieder über die kleine Brücke. Und dann ist da vorne eine Schranke, die sie aufgemacht haben von der anderen Seite. Da bleibst du dann stehen. Parkst dort und wirst dann abgefertigt. Van Buren, meine lieben Freunde, Van Buren. Wir fahren jetzt weiter nach Caribou erstmal in die Richtung und dann fahren wir um Caribou rum und hier ist ein sogenannter Partystand. Ich weiß ja nicht, wann die Party sein soll. Ich habe noch keine Ahnung.
Ja, hier kommt ein B-Train zurück. Also Main haben wir ja jetzt auch die Permits für den B-Train, das haben wir jetzt auch. Ich habe auch vorhin schon einen gesehen von uns. Der ist hier rechts abgebogen. Putting people before politics. Naja, wenn das dann so umgesetzt wird, dann ist das auch schon schön. Aber ihr wisst ja, es ist immer nicht so einfach, das zu glauben. Come all you young rounders, and a story I'll tell. Promise of heaven and the warning of hell. But take heed where you ramble, or too soon you will go way up on the hillside where the new flowers grow. Well, he met in the springtime, sun sinking low. Two star-crossed lovers in the still melting snow. Well, the loving was easy and the courting was brief. Well, they called her a beauty, they called him a thief. In the quiet of the evening, they'd steal away where the laughter would flow and the fiddle would play. Well, the folks called it wrong, but hell, it seemed all right. In the sun-painted picture, day turned to night. Come up on the hillside, we'll have a time. If you'll bring the kisses, honey, I'll bring the wine. Keep your heart guarded, or too soon it'll fall. When one walks back home, honey, only one knows it all. Well, she walked up the hillside alone one day, and the heart is a hunter, always knows of its prey. And her father's old pistol hanging loose by her side. When she aimed once, she never shot twice. Well, the air was so still, the sky was so blue. Schönen guten Morgen, meine lieben Freunde. Before she could see. Es ist Donnerstagmorgen. Donnerstagmorgen, jetzt kann natürlich wieder, was ist denn das hier schon wieder? Mann, ey, die kriegen jetzt aber auch nie hin, mein Tablet hier. Ich glaube, ich muss zurück in der Bronzezeit. Jetzt sag ich mit meinem Tablet mal, dass ich 4 Trailer dran habe. Das ist funny. Funny. No, wir wissen ja, was kaputt ist. So, this is this. Ja, und ja. So sieht's aus. Donnerstagmorgen, es regnet nicht. Das ist schon mal gut. Wir hatten 2 Tage Regen die Woche, so ein bisschen, so war morderig. Ohne Ende, mein Truck sieht aus.
Aber ich beklage mich ja nicht. Ich habe ja dazu die nötige Kleidung und so weiter. So, was haben wir noch? Kaffee haben wir noch. Geschlafen haben wir, ja. Ich, ja. Es ging. Obwohl der Platz war gut, aber die Circumstances wieder hier, die Umstände, die man mir wieder präsentiert hat, also es war eigentlich okay. Ich habe gesehen, da stehen, auf der einen Seite stehen Riefer, auf der anderen Seite war keiner und der stand weiter weg. Da habe ich gesagt, okay, fährst du so hin, wie ich jetzt stehe, damit ich nicht unmittelbar neben denen stehe, weil die ja auch dementsprechend eine gewisse Lautstärke haben. Na gut, dann gedacht, so machst du das. Und das wissen eigentlich auch viele Rieferfahrer. Und dann parken sie sich andersrum hin und alles ist schick, normalerweise. Dann gibt es aber auch welche, die fahren dann extra genauso hin wie du, damit sie ihren Riefer richtig neben deine Kabine parken können und dann volle Pulle anhaben und du dann richtig gut schläfst. Verständnis, ich weiß, die müssen und die brauchen wir und so weiter und so fort. Habe ich alles nichts dagegen. Ich bin ja dafür. Wofür ich aber nicht bin, ist, dass sie nicht mitdenken. Dafür bin ich nicht. Die können ja neben mir stehen, aber wenn sie dann andersrum stehen, dann ist das auch in Ordnung. Weißt du? Dann habe ich da auch die Geräuschkulisse. Wir haben gute isolierte Trucks, das muss man so sagen. Aber ich muss doch nicht. Naja. Ja, hier ist noch keiner, Gott sei Dank. Das ist aber okay. Oh, da ist schon einer. Also bin ich doch wieder unten runter, wie es aussieht. So, okay, dann fahren wir hier mal unten runter. Das ist ja nur ein Teil hier von dem Sägewerk. Da oben ist jetzt ja noch viel, 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 viel weiter hier. Viel, viel, viel weiter. Und das war ich meine jetzt hier unten. Jo, 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 jo. Hier möchtest du nicht deine Gurte. Weil normalerweise drehst du hier um und dann lässt er die hier mal stehen. Und dann sollst du hier die Gurte machen und ihr seht, obwohl es jetzt nicht geregnet hat, es ist hier nur Pampe. Nur Pampe. Es macht keinen Spaß hier. So, jetzt ist nächste Woche. Ach so, wir haben uns ja öfter schon gesehen hier jetzt. Die Pfeifen. So, jetzt muss ich aber zusehen, dass ich nach Hause komme. Ist immer wieder dasselbe. Ich werde wieder mit letzter Minute nach Hause hecheln.
hecheln. Oh, ansonsten fahre ich auf Pörsel und Kovinz nach Hause. Das ist mir auch scheiße, ja. Bringt den Trailer und rupp ich auf jeden Fall noch. Und Dienstag muss ich erstmal morgens waschen fahren. Das ist so sicher wie das Abend in der Kirche. Bobtail. Jo, meine Lieben, so sieht's aus. Wir fahren jetzt erstmal Richtung Heimat. Was heißt erstmal? Ich fahre dahin jetzt. Ich fahre nach Hause. Weil off. So, meine insgesamt diese Woche 8. Ladung. 7. oder 8. Ladung, will ich jetzt ja nicht. Ich glaube 8. Ja, 8. 8 Ladungen insgesamt diese Woche gemacht. Also nicht so schlecht, muss ich sagen. Sehr gut so, ja. Ob ich nochmal her muss, wahrscheinlich eher nicht, weil es läuft. Ich habe nur noch, eins habe ich noch bemerkt, dass vielleicht Ford kennt, aber da kommen sie dann mit dem Meilen nicht hin, den sie denjenigen hier zuschustern. Deswegen fährt man die andere von Buren. Warum das so ist, ich weiß es nicht. Normalerweise Ford kennt ist kürzer. Du fährst, du brauchst weniger Zeit. Du bist ruckzuck, sagen wir mal, wieder Dings. Und da müsste man dann allerdings Stunden bezahlen. Und das macht dann mehr Sinn. Weil du halt nicht immer abliefern kannst. Aber gut, ich habe das jetzt nochmal angemerkt. Ansonsten läuft's. Sie sagte, sie weiß ungefähr alles. Und auch was man an Touren schaffen kann und so weiter, hat man gesehen, kurze Woche jetzt zwar, aber trotzdem kann man sich das ausrechnen, das geht schon ordentlich was rüber, wenn man es will. So, ich habe meinen Dienst getan, habe gezeigt in den 2,5 Wochen jetzt, dass das funktioniert. Man muss arbeiten, das ist mit jedem Job so. Also was jetzt nach meinem frei ist, weiß ich noch ja nicht. Ich habe meinen Dispatch, wie gesagt, der wollte mich morgen früh schon wieder nach Wallboard schicken, die Pfeife. Wir haben heute noch telefoniert, ja. Ich meine, ich habe mit einer Chefin telefoniert jetzt zum Schluss. Und als ich da jetzt stand und habe mit dem Dispatch, da war ich noch in den USA, war ich dann noch. Und da haben wir telefoniert, haben wir gesagt, pass auf, so und so machen wir, fertig aus. Sagt er, wir kriegen dazu hin und du fährst das Ding dann zum UTT, droppst den Trailer da, dann können die ABS machen und dann hast du ja frei. So, jetzt kriege ich eine Message von ihm. When empty, head to Wallboard for tomorrow morning. Und soll dann morgen noch eine Kurztour machen nach Frederik. Wäre kein Problem, würde ich ja machen. Ist ja alles kein Ding. Dreiachser, Wallboard-Ladung, ist ja kein, kann man ja machen um Freitag. Ist ja, und dann ein Wochenende machen, wäre ja okay. Aber ich habe ja frei. So, habe ich ihn jetzt eben nochmal daran erinnert. Es kam noch nicht zurück, aber es wird sicherlich noch kommen. Weil ich muss jetzt noch schneller die Gelee reinstürzen. Ich muss die Abfahrt 7 runterfahren. Dann muss ich schnell zum Truckstop, dann muss ich mal nämlich noch Wein einkaufen. Für Häme. Und dann ziehe ich mal um und dann geht's nach Hause. Und alles Häme genommen. So sieht's aus im Moment. Es war auf jeden Fall wieder schön mit euch unterwegs gewesen zu sein, dies oder jenes zu diskutieren. Zumindest habe ich mit der Kamera diskutiert. Ansonsten war die Woche ja okay. Also war jetzt nicht übermäßig stressig, dreckig war. Das ist so, weil es hat ein paar Tage geregnet und das sind natürlich solche Pisten immer unmöglich. Aber ich muss immer meinen Truck jetzt waschen. Das muss auf jeden Fall so sein. Ich muss jetzt erstmal gucken, ob ich nichts mache. Ich mache es auf jeden Fall morgen frei. Na, das mache ich in der Arbeitszeit. So, ja, ansonsten, was bleibt zu sagen für die Woche? Es war eine angenehme Herbstwoche. Es waren teilweise bis 21 Grad diese Woche wieder und 22. Jetzt wurde es natürlich wieder ein bisschen kühler. Es sind hier nur noch 5 Grad ab hier in the North. Aber ich war heute schon
mit Heme telefoniert und haben sie gesagt, es waren 10, 11 Grad wohl und super schön mit Sonnenschein. Also, so soll es die nächsten Tage bleiben, was uns zugute kommt im Camp. Es ist ein Trail dicht bei und wir werden viel. Die Zeit wird wahrscheinlich wieder rennen, aber es ist egal, wir werden es genießen. Es ist Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Montagnachmittag wieder zurück und dann mit frischem Mut in die restlichen Wochen dann bis Weihnachten. Dann ist leider kein Frei mehr. Vielleicht noch mal jeden Tag mal sehen, ob das so funktioniert. Schauen wir mal. Ja, ansonsten jetzt wahrscheinlich dann schneller wieder zurück auf den Train, als ich denn dachte, weil ich wusste ja nicht, dass das relativ zügig geht. Der Local fängt jetzt an oder hat heute angefangen. Ich habe ihn zwar nie gesehen irgendwo, aber wenn sie sagt, es war so, dann heißt es noch nicht, dass es so ist. Aber er soll mal ruhig seine Runden machen. Der fährt also zwei Runden, die eine Runde kann er mit nach Hause nehmen. Am Freitag, das macht natürlich Sinn und dann schauen wir mal, was da. Wir wollen irgendwo nächste Woche dann nochmal drüber reden, ob es alles okay ist oder ob ich da irgendwo wieder in die Richtung muss und dann werdet ihr natürlich dann auch wissen. Logisch. Ansonsten bedanke ich mich bei euch wieder fürs Zuschauen, fürs Reinschauen, natürlich fürs Liken und Kommentieren auch. Selbstverständlich. Und vielen Dank an alle Neuen und vielen Dank an die, die gegangen sind, wenn sie noch mal reinschauen. Und ja, ihr wisst ja, es ist immer wichtig, Danke zu sagen für alles, was man jeden Tag so erleben darf. Das ist so. In dem Sinne, meine lieben Freunde, macht es gut. Die Gesundheit bleibt stabil in den Zeiten. Es wird sicherlich nicht ein bisschen ruhiger werden, was die Lage anbetrifft, aber Kopf hoch und es wird auf jeden Fall irgendwann auch wieder mal besser, wenn die Richtung klar ist. Und jetzt hier in Amerika, denke ich mal, speziell in den USA, die Richtung ist jetzt klar. Inwiefern es nach Kanada überschwappt, können wir noch nicht sagen, aber wahrscheinlich wird es, weil da ist nächstes Jahr große Tambo. Wie bei euch natürlich auch. Und in dem Sinne wollen wir mal sehen. Das Jahr ist ja nicht mehr so lang. Ne? Ich habe schon viel Christbaumbeleuchtung gesehen in Maine. Und das wird wahrscheinlich in den nächsten, nach dem Remembrance Day oder nach dem Veteran Day, wird das auf jeden Fall noch zunehmen. Und ich weiß ja nicht, wann haben die eigentlich Thanksgiving? Wisst ihr das, wann die Amis? Oder ist das schon vorbei? Nee, die haben das da erst noch. Ja. Schauen wir mal. Also. Macht es gut. Vielen Dank. Viele Grüße hier aus Kanada. Und schaut mal wieder rein. Ihr könnt liken, ihr könnt kommentieren, ihr könnt share, ihr könnt den Kanal abonnieren und die komische Glocke da drücken. Und dann verpasst ihr nichts. Also, bis dahin. Macht es gut. It's in the system, it's in our blood. You cannot keep me from looking for love. Don't wanna hide it, ain't gonna lie. I'm on the run till the day that I die. All we are is delicate people. Handle me with compassion. Just keep on